VW ist auf Promotour. Dennoch immer ist nicht endgültig entschieden, ob die Wolfsburger noch einmal richtig groß in den Pickup-Markt einsteigen wollen oder nicht. Obwohl die Reaktionen durchweg positiv sind. Nachdem die New Yorker auf der Messe Ende März schon einen Blick auf das durchaus seriennahe Konzept Tan Oak oder zu Deutsch Tarnoak werfen durften, ist jetzt die Westküste dran. In Kalifornien gibt es den Pritschenlaster erstmals in Bewegung. Das Design der Studie basiert auf dem Serien-SUV Atlas, zumindest bis zur B-Säule. Dahinter gibt die Ladefläche dem Tan Oak einen völlig eigenständigen Charakter, denn der macht mächtig auf Geländewagen. Die Streben des Kühlergrills sind illuminiert und umranden den LED-Scheinwerfer. So etwas wird in der Serie wohl kaum Chancen haben, sieht aber gut aus. Alle Leuchten am Tan Oak sind animiert. Auch am Heck dominiert ein Leuchtenband. Nette Spielerei, beim Öffnen und Schließen des Fahrzeugs zeigen die Leuchten eine Lichtinszenierung. Auf der Ladefläche lässt sich der sogenannte Cargo-Bügel auf den Seitenwänden der Ladefläche über den gesamten Bereich verschieben. Dadurch werden Fixpunkte geschaffen, um beispielsweise Kanus oder Fahrräder sicher auf der Ladefläche zu verstauen. Der Innenraum ist für Volkswagen-Verhältnisse geradezu emotional. Rötlich-braunes Leder, Carbon und silbern schimmernde Elemente. Die Instrumente sind natürlich digital. Ja, der Innenraum in der Serie dürfte nüchterner ausfallen als das Concept-Car-Innenraum, aber hier zeigt VW, was es kann. Kommen wir zum Motor und damit zu dem Markt, in dem der Pickup auch die meisten Kunden haben wird, nämlich in den USA. Hier arbeitet natürlich ein 3,6 Liter VR6 Motor mit 280 PS und 350 Newtonmetern Drehmoment. Er soll den Midsize-Pickup in 8,8 Sekunden auf 100 beschleunigen. Klar, das ist nicht der neueste Stand der VW-Motorentechnik, aber in Amerika genau das Richtige. Seine Kraft bringt der Tan Oak per Allradantrieb auf die Straße. Für harten Geländeeinsatz steht sogar eine Untersetzungsstufe zur Verfügung. Zu den Kosten schweigt VW noch, aber vielleicht sollte auch erstmal einer eine Entscheidung treffen, ob er denn nun auch wirklich gebaut wird.